herzlich willkommen. Mein Name ist Ed. Wir sind jetzt hier bei meinem neuen Projekt Act of Aggression. Was ist Act of Aggression? Act of Aggression ist ein Echtzeitstrategiespiel. Davon gab es ja in letzter Zeit leider nicht so viel. Das, wenn man zum Beispiel Command & Conquer mochte, Generals oder Generäle besser gesagt, darf man ja nicht sagen, dann wird man dieses Spiel auch mögen, weil es ist sozusagen der geistige Nachfolger. Denn wie wir ja alle wissen, EA hat es ja absolut verkackt. Aber wir wollen gar nicht lange drum herum reden. Ich würde sagen, wir starten mit einem kurzen Blick in die Optionen, was man hier so machen könnte. Ja, Grafik bei mir wieder mal Maximum, was geht, wie ihr es gewohnt seid. Kann man Steuerung noch einstellen hier, aber das lasse ich alles Standard, weil ich spiele eh nur mit Maus eigentlich. Sound, ja, alles selbsterklärend sozusagen. Ich würde sagen, wir fackeln nicht lange und starten mit der Action. Ich starte mit der Solo-Kampagne für euch. Und zwar nehmen wir dort Jagd auf Yao. The U.S. ultimatum comes to an end tonight, yet separatist leader Raul Escobedo still shows no sign of compliance with it. The Mexican army, under-equipped and already trounced once by the separatists, is in no shape to bring the secession of the República de Nueva California to an end. All indications are that it will be up to the U.S. task force gathered on the border to put an end to what Washington refers to as a rogue state in northern Mexico. U.S. forces under the command of General James Whittle, the hero of Isfahan, are building up in the anticipation of an attack order. U.S. troops are entering the RNC as we speak. We're running out of time. One of our Korax drones just spotted the target evacuating Mexicali in a convoy. Zhang Yao's trying to blend into the stream of refugees fleeing the city. It's been 6 years since the UN delivered an international warrant, and it's the first time we've really had a chance to catch her. This operation can't be officially sanctioned by the Security Council, Colonel. Therefore... I know the drill. No personal effects or identity papers. The UN can't be linked to this intervention. You've got the green light. Permission to engage any hostile resisting arrest. Oh, so, mal kurz Pause gemacht. Also in den Zwischensequenzen werde ich nichts sagen, weil es ist ja leider alles auf Englisch, also die Sprachausgabe. So könnt ihr zumindest die Untertitel lesen. Ich würde sagen, jetzt fangen wir einfach mal an. So. Truppen auswählen. Linke Maustaste. Seht ihr dann unten hier die Befehlsleiste. Dort hinten halt die Minimap. Und wir haben sogar Satellitenansicht. Was ganz nett ist. Ja, zur Grafik. Kann man eigentlich nicht meckern. Sieht eigentlich ganz hübsch aus. Kann auch total nah ranzoomen. Gar nicht mal schlecht. Dann haben wir jetzt hier rechts die einzelnen Befehle. Bewegen. Angreifen. Position angreifen. Stellung halten. Gefangene nehmen. Man kann Kriegsgefangene nehmen. Das bringt dann Geld. Oder aber wir stellen das Feuer einfach ein. So, markieren. Ich mache das mal als Gruppe mit der Steuerungstaste und der Zahlentaste oben. Kann man einzelne Gruppen bilden. Bei mir jetzt Gruppe 1. Ich würde sagen, jetzt rücken wir mal vor. Rechte Maustaste. Na super. Der
Berlin ready, Sir. Achtung, Feindkontakt. Primärziel finden Sie Yao. Sekundärziel, alle Soldaten müssen überleben. Habe ich bisher noch nicht geschafft. Vielleicht ja mal heute. Ich habe ja schon mal ein bisschen angespielt, um nicht ganz blind hier reinzugehen. Deswegen, wenn ihr die Missionsauswahl seht, seht ihr vielleicht oben schon, dass ich schon ein bisschen was gemacht habe. Die Mission hier zum Beispiel zu 66% geschafft mit den Primär- und Sekundärzielen. So, weiter vorrücken. Und die beiden Verletzten lassen wir mal definitiv mal hier. Es ist nämlich schade, dass man die nicht ganz zurück nach hinten stellen kann. Das würde die Sache noch vereinfachen. Also müssen wir sie so hinten stehen lassen. Genau, move. Vorwärts. Drücken Sie die Taste A und links klicken Sie. So schnell kann sogar ich nicht lesen. Suspect located. Zhang Yao. About 500 meters north of your position. So, vorsichtig jetzt, weil jetzt wird gleich... Ja, ich hab's doch gewusst. Hinterhalt. Unit is under attack. Jetzt werden wir von hinten angegriffen. Aber kein Problem. Aber der Kollege hier bleibt auch mal lieber hinten. Weiter geht's. Unit is under attack. So, die ziehen wir mal zusammen, dass ich die hier einen Überblick habe. Oh, der ist auch schon gut angeschlagen. Das ist nicht so toll. Weiter geht's. Ah, die sind gemein. Die schießen mit Raketenwerfern. Wer ist hier noch angeschlagen? Den sortieren wir auch gleich mal aus. Jetzt wäre natürlich ein Sanitäter toll. Aber leider haben wir das nicht. Zumindest nicht hier. Yao is being exfiltrated. Someone's boarding with her. I might have facial recognition. They're getting away. We're too late. Proceed to Yao's car, Colonel. She might have left some clues behind. Neues Primärziel. Durchsuchen Sie Yao's Auto. Ja, das machen wir doch gleich mal. Ja, weiter vorrücken. Gleich hier um die Ecke. Da vorne ist Yao's Auto. Genau. So. Machen wir auch mal. Kamera drehen. Mittlere Maustaste bei mir. Und wir zoomen mal ein bisschen ran. Doch alles ganz stylisch aus. Ja. Vorsichtig weiter vorrücken. Jetzt wäre natürlich auch Sniper toll. Ah, das wird jetzt knifflig. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass es funktioniert. Ja, schade, man kann sich leider auch nicht ducken oder sowas.
wäre natürlich noch richtig toll. On our way. Finally. Unit is under attack. Ah, einmal weglocken. I'm all ears. Move, move, move. Sehr schön. Gut gemacht. So, die hätten wir schon mal. So, die... Ab zu denen. Move, move, move. Ah, es ist auch wirklich... Move, move, move. Wirklich türkisch. Twicky meine ich natürlich. Oh, schnell zurückziehen. Nice. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So, vorrücken. Move, move, move. Car is secured. Send in the scientific team. There are the remains of a laptop. Yao must have tried to get rid of it before the cavalry arrived. Sauber, wir haben das sekundäre Missionsziel auch geschafft. So, nächstes Kapitel. Yesterday, U.S. forces entered Mexicali, the short-lived capital of the RNC. General James Whittle assured that Raul Escobedo's arrest is only days away. Yet, other sources state that El Presidente has already left the city to seek refuge in his militia's last stronghold in the south. What do you have for me, Colonel? As expected, the Super Hind is unregistered, but we've ID'd the man. Pete Vermaak, former South African Special Forces captain, joined the private sector in 2021. And died in Honduras last year. That is, according to his last employer, Damocles. What else? We've been able to salvage some of Yao's drive. Everything we've got is related to Escobedo. Can we locate him? Yes, we've replicated its frequency. And if Escobedo represents such high interest to Yao... Then he does to the UN, too. I want to catch him before the Americans do. He met with his remaining followers in the south of the RNC, trying to organize some resistance from the special train. Can you intercept it? We have drones tracking it right now. And a strike team is on its way. Then proceed, Colonel. You're on drones in attack position in 5, 4, 3, 2, 1. Missiles fired and impact. Interception confirmed. The train was stopped just past San Luis. Strike force on the ground, sir. Engineers on their way. Escobedo's militia is taking up position on that bank. Perfect position to ambush our engineers. Colonel, your heavy snipers will be useful for dealing with vehicles and entrenched soldiers. So, Missionsziel. Besetzen Sie die Bank. Verlieren Sie keinen Mann. Okay, und wir haben neue Einheiten. Sniper. Jawohl. Okay. Wir können jetzt auch Gebäude besetzen. So, die normalen Standardeinheiten. Dahin. On our way. Sniper nach vorne. They won't see me coming. Na komm. Doppelklick. Whatever you want. Mit der rechten Maustaste. Na, los. Rein da.
on my sticky end. Ja, das mit dem Gebäude besetzen ist irgendwie noch so ein bisschen arg frickelig. Jetzt gehen die wieder raus. Sollten eigentlich nicht rausgehen. Ich habe keine Ahnung, warum die das machen. Sie sollen doch nur das Gebäude besetzen. Wow, jetzt sind sie endlich mal drin. So. Oder auch nicht. Also der will mich ein bisschen ärgern. Drauf verschissen jetzt. So. Sniper. Killen schön die Leute. Wunderbar, das haben sie geschafft. So, Linksklick Gebäude. Alle ausladen. Und ab zur Bank. Sniper mit rein. Schaden kann es ja nicht. Bank secured. Engineers are on site. Sniper hat nicht mehr gepasst. Zwei normale raus. Spear protocol activated. Quick reaction force deploying. Need someone taken down from afar. Escobedo's militia is staging a counterattack. Hold your forward operating base at any cost. Gut, 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 gut. So, wir haben jetzt hier eine kleine Basis, wie es aussieht. Kaserne. Und wir können jetzt Soldaten bauen und auch Sniper. Da bauen wir mal ein paar. Da können wir leider nichts bauen. So, an dieser Stelle machen wir für heute erstmal Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch bitte ein Däumchen. Und wenn es euch super doll gefallen hat, könnt ihr mich auch abonnieren. Falls ihr Kritik oder Anregungen habt, schreibt es bitte in die Comments. Und wir machen genau an dieser Stelle hier dann weiter beim nächsten Part. Bis dahin, macht's gut, euer Ed. Bye, bye. Hallo, euer Ed hier nochmal. Ich habe noch was vergessen zu erwähnen. Wenn ihr die ganzen Folgen von Act of Aggression sehen wollt, habe ich einen Service eingebaut für euch. Oben einfach auf das Bild klicken und ihr kommt zu einer kompletten Playlist von Act of Aggression. Macht's gut, euer Ed. Take you higher than the sun. Take you.